Kann ich das ausmachen? Das Licht ist mir jetzt zu hell, aber ich kann gleich nur mit der Taschenlampe dazu leuchten. Für eine extra Portion Augenschmerzen. Ich höre schon um die Ecke irgendein Viech, deswegen hole ich mir in aller Ruhe diese. Und wir machen. Boop. Und. Boop. Und. Boop. Hey, Kopfwapp. Kopfwapp. Du musst schon mit meinen Regeln spielen, wenn du meinem Team sein willst, mein Lieber. So. Und bevor das Ding hinter mir explodiert, ich hatte gerade schon wieder so eine Todesangst, mehr oder weniger. Hier kommt auch gleich was um die Ecke. Yep, hier kommt was um die Ecke, und zwar die da. Ich locke sie nur kurz her. Herlocken. Eigentlich wollte ich genau die Kiste gerade für mich nutzen, die Dinger zurücklocken, aber gut. Ich spreng mich lieber selbst weg. Ich bin nämlich Seestern und ich mache gerne dummen Kack. Okay, hier ist jetzt nicht zufällig irgendwie ein extra Secret, dass ich mich einfach durchbomben kann. Nein, absolut nicht. Das sieht aber echt secretmäßig aus. Das sieht auch nicht. Ach Gott. Wahrscheinlich komme ich gleich um die Ecke vorbei und dann sehe ich. Ich bin dummer Kack. Was bin ich anderes? Die sind eigentlich schon freundlich. Boah. Was? Mir ist nie aufgefallen, dass die Projektile durch die Gegend schmeißen. Egal, ihr geht einfach mit mir runter. Ich lasse aber alles unter euch anzünden. Wir tanzen ein bisschen mit mir. Irgendwie habt ihr ein bisschen kaputte Key, habe ich das Gefühl. Ihr habt sehr kaputt, okay. Wisst ihr was? Ich erlöse euch von eurem ewigen Leid, nicht von der Stelle gehen zu können, indem ich euch einfach Stück für Stück mit ein paar Armbrustbolzen... Ah, ich glaube, keine mehr rausballern. Schade. Dann, bumm. Oh, du lebst immer noch. Nein. So. Ach, verdammt nochmal! Wohlgemerkt, ist eine Anspielung darauf, sie war vorhin noch hier und ich habe einfach quasi hier eine riesige Flagge hängen. Und es war so ein, man liegt dran, guckt die Flagge an. Du bist eigentlich gar kein Russe. Einfach so aus Spaß heraus mal gesagt. So hat eine Flagge hängen, du bist nicht mein Russe. So. Sie hat sowas wie ein VIP-Recht, mich zu mobben und ihr dürft es einfach dreifach zurückmobben, weil dieser Mensch wird nicht in Schutz genommen. ihr wisst schon, Linkshänder, Rechtshänder Partie. Linkshänder haben es nicht so ganz mit sozialem Verhalten. Die können nicht anders, die mobben einfach. Nein? Nachgeladen? Das muss nachgeladen werden. Und ansonsten glaube ich nur mein Flamethrower, der ist nicht ganz. Ja, der ist überhaupt nicht ganz. Der ist nur halb. Der ist so halb, irgendwie mein Leben. Wenn ich Half-Life streame. Gott, der Pun war nicht mal gut und. Diesen Vorschammer. Oh, warte, Sekunde. Puh! Puh! Ach komm, die ballert's nicht mehr weg. Muss ich die an der Seite wegballern? Das finde ich ganz cool. Nee, die verschwinden einfach mittlerweile. Schade, ich hab's gehofft, dass ich Spaß haben könnte in meinem Leben. Ist nicht so. Tür auf. Oh, hi, Hoji. Alles wird gut, Hoji. Muss nicht porten. Oh! Korrekt. Ich finde es interessant, dass er uns nicht bemerkt. Ich meine, wir gucken gerade nur komplett daraus. Wieso haben wir nicht einfach aufgehalten? Wow. Er fühlt sich wieder. Der Junge fühlt sich. Oh, der fühlt sich hart. Knacks. Korrekt. Das passt absolut nicht. Das passt absolut nicht, wenn ich einen Baseballschläger rausziehe.
Okay. Ich lade schon mal meinen Schlag hier auf. I'm bringing you down. Wo? Oh. Oh, danke schön. Guter. Ich glaube, sein Problem ist, dass ich noch einen Ticken stärker bin, als er denkt. Und warte, hat er... Ah, ich glaube, ich kann ihm kein Leben abziehen, oder? Oder kommst du mir gerade nur so vor? Ich kann immer noch andere Waffen machen. Hauptsache, er greift mich an. Alles klar. Er greift mich an, aber ich bin schuld. Ich finde es interessant, Watcher 6 zu sagen, statt Behind You. Hat was. Er hält wirklich wenig aus, dafür, dass er jetzt irgendwie mein Meister ist. Oder der Kampf wird gleich... Oh! Ticken besonders. Ich nehme schon mal einen Crossbot raus, einfach nur weil... Okay. Okay, okay. Sorry. Sorry. Da hast du. Ich bin ehrlich zu dir. Aber mit meinem Blade kann ich ja Zaubertricks machen. Gewöhn dich daran. Bumm. Der hat nicht gerade die kreativsten Moves, wenn ich ehrlich bin. Ich heile mich kurz auf und wir machen einmal Shabadanks mit dem. Oh, er ist immun gegen meine Kräfte. Schade. Ansonsten hätte ich ihn jetzt einfach... Na? Er kommt immer von hinten. Er kommt immer von hinten. Ich habe auch keine Lust zu warten, Wang. Ja, das hilft leider absolut nichts gegen ihn. Ja, dann muss ich ihn auf die altmodische, ich mache eine auf Haut drauf, Weise gegen ihn behaupten. Indem ich ihm so den Schädel einfach langsam wegschlag. Sondern nicht viel Damage macht der Gute nämlich nicht wirklich. Oh, komm schon. Lalalalalalalo. Renn einfach ein bisschen im Kreis rum. Oh, ich bin so viel im Kreis gerannt, dass mir nicht aufgefallen ist, wo mein Hinten ist, aus dem er gleich kommt. Er ist schon eine Pussy, dass man sich eigentlich konstant nur von hinten angreift. So, da hast du. Baseballschläger, der Deluxe-Modus. Oh. OG. Ich finde es schön, dass wir plötzlich Liebe zu ihm gefunden haben und seine Maske haben. Ich würde gerne auf meinen... Oh oh. Oh, er ist verschwunden, nicht? Ach, Gott darn it. Gott darn it. Okay, okay, uncool. Wisst ihr was? Ich glaube, die 8 war's. Ich glaube, die 9 war's? Die 9 war's. Komm her, mein Lieber. Ich hab was, was dir nicht gefällt, und das ist deine eigene Waffe. Oh Gott. Wo ist es da? Den baller ich so weg. Lad gleich mal meinen Rocket Launcher hier nach, wenn ich nahe mir hoch. Ich im Kreis rausrenne. Dahin. Dann nehme ich wieder mein Crossboard Action und werde einmal. Zweimal. Sollte eigentlich meistens reichen bei denen. Ansonsten. Hast du hier noch ein bisschen was meiner Shredding Power? Baller dich alle in aller Ruhe weg. Ach verdammt, nicht genug gecharged. So. Oh, lass mich wegtreten. Er hat mich. Okay, uncool. Dann schredder ich dich und deinen Kollegen Binder dir nochmal weg. Da gehen wir einfach mit beiden Waffen gleich rein. Muss nachladen, uncool. Ach komm, nicht schon wieder. Du wirst mich mit deiner Zungentaktik nicht kriegen, mein Lieber. Nicht mit mir, nicht mit mir. Du kriegst stattdessen lieber ein Crossboat von mir rein. Ja, sehr schön. Wow. Dann die 8 nochmal. Ich habe bestimmt irgendwo ein Lesser Demon, den ich das ausprobieren kann. Nein, okay. Okay, ich habe einen. Dann nehmen wir wieder meinen Schädel. Und ich besiege den Großen hier wieder mit seinen eigenen Waffen. Sehr gut. Den Shaman King kann ich gleich so ausschalten.
Solange Shaman King noch nicht in seinem Schutzschild ist, kann ich ihm Damage machen. So. Einmal wegschießen. Und der Shaman King müsste ich auch gleich weg sein. Ich krieg langsam einen Namen für die Viecher. Ach komm, da hätten wir ein bisschen zu viel aus. Dann mache ich ein bisschen Cross-Protection in der Zeit. Guck, dass sich seine Skeleton Warrior auf den Weg mitreißt, während ich mich um die Kollegen hier kümmere. Und dich alle in aller Ruhe anzünde. Dich kann ich nur mal anzünden. Du bist, glaube ich, empfindlich gegen Feuer. Warst du das nicht? Nein. Nein, du siehst, scheinst nicht empfindlich zu sein. Alles klar. Dann schreddern wir dich mit herkömmlichen Waffen weg. Da hilft wieder nichts aus seiner Shotgun. Ich kann übrigens mal mittendrin. Falsche Taste, ups. Mittendrin. Ich nehme mir kurz die Zeit. Zungentaktik. Ja, wie willst du sonst beschreiben? Firestorm. Ach so, ich hab's installiert. Okay, dann einfach nur Rechtsklick halt drücken und dann passt die Sache. Dann Extend Fuel Tank, nein. Additional Firmature and Water. Increases Damage and Panic Chance. Okay. Ich hab ein bisschen zu wenig Geld dafür, nicht ernsthaft. Aber einen Rocket Launcher kann ich mir wahrscheinlich auch nichts kaufen. Nein, ich kann mir absolut nichts kaufen. Okay, dann lade ich nochmal den einen Schuss nach und... Oh, Bring the Pain sind alle vier Schüsse auf einmal. Ich hab's gehofft. Damit kann ich locker durch jeden Schild durchkommen und das Viech gleich mitreißen. Hoppa. Hoppa. Ba, ba, ba. Und zu deinen Füßen, bitte. Hopp. Ich hab gesagt, zu deinen Füßen, mein Lieber. So. Wo haben wir sonst noch Viecher? Da hinten, alles klar. Enden wir mit einem Rocket Launcher. Hier auch nochmal. Ich versuche einfach so abwechslungsreich wie nur möglich mit meinen Waffen gerade zu sein, damit es interessant zum Gucken ist. Auch wenn ich ansonsten alles nur mit dem Schwert machen würde, aber hey, ich habe noch andere Waffen und ich sollte sie eigentlich auch nutzen. Crossbow Action, einmal hier. Oh, nicht mal ansatzweise getroffen. Komm schon. Er hat eiskalt meine... Er hat ernsthaft die Crossbow Action hier überlebt. Na, komm schon. Ein paar Rechtsklicks hier und da. Und du wirst mit einem schönen 360 umgebracht. Wunderbar. Und ein Headshot kriegen wir hin. Yep, perfekt. Komm schon. Bisschen davon, das kann ich gleich explodieren lassen. Das Viech zieht es leider nicht mit. Dann in alle Ruhe reinspringen, okay. Ich finde es übrigens interessant dafür, dass ich mir eigentlich dafür gesorgt habe, dass ich mehr von diesen Spirits sehen sollte, hier sehe ich keinen einzigen Spirit. Macht's auch ganz schnieke. Hier sind erstmal alle Türen zu. Außer die da hinten. Ich werde jetzt wahrscheinlich überall einmal einen Schrein zerstören müssen und dann geht's weiter. Aber ja. Ich habe noch kein einziges Secret entdeckt, fällt mir auf. Ich weiß nicht, ob ich zu schlecht suche oder ob ich noch auf kein leichtes gestoßen bin. An Gnomi, falls du noch zuguckst, hast du irgend so ein Team, das du vorschlagen kannst oder gleich euren Haufen? Mich würde es einfach interessieren, weil wie gesagt, ich hatte sowas bisher noch nicht. Ich kenne mich da nicht wirklich aus, weil ich sag mal, ich bin ein YouTube-Mensch, der sich nicht wirklich auf Hitbox auskennt und nicht weiß, wie hier alles läuft. Von YouTube kann ich jahrelang reden, gefühlt so am Stück, wie da was alles ist und wie man sich hier in 5 Sekunden super Channel aufbauen kann. Ich auch, wenn ich das niemals machen werde, weil ich bin nicht so eine Hure. Aber von Hitbox weiß ich einfach zu wenig. Ernsthaft? Ich bin nur wegen den paar Cent hierher gekommen. Und ich kann ja auch nichts zerbrechen. Das ist das, was mich ehrlich gesagt mehr stört. Es sei denn, Rocket Launcher is the way. Ich meine, hätte ich nichts gegen. Nur leider ist in dieser Physik und dieser Welt, dieser Physik dieser Welt, Holz um einiges stärker als jeder Rocket Launcher der Welt. Da unten bestimmt gleich Gegner kommen, lade ich kurz nochmal alles nach. Bevor es weiterläuft. So, das hier eigentlich als letztes. Und dann sollte ich mit dem Schwert runtergehen, aber... Na, kommt der. Ich weiß schon, dass ihr wartet. Was sollt ihr Dämonen sonst machen den ganzen langen Tag? Außer zugucken. Und warten, bis ich komme. Ja, das meine ich. Ich glaube nicht, ich glaube, wir sollten es ihm zeigen. Oh, ich habe das Ding gar nicht mehr. Ich hätte es vielleicht vorher nochmal wegreißen sollen. Wäre ganz schlau gewesen. Hopp, hopp. Nehmen wir unser Painbringer raus. Und fuck. Und gucken, dass wir dem ein bisschen zeigen, wie man seine eigenen Waffen umgeht. Indem ich mein Schwert packe. Und ein bisschen schnetzeln gehe.
ein bisschen schnetzen gehe wie ein Metzger. Wir ballern ihm ordentlich sein Bein weg. Und ist das Bein erstmal weg, können wir weiterschauen. Oh, da, Heels. Jetzt, wo ich es mal erwähnt habe, kommt es plötzlich. Oh, ich hätte mehr Deckung suchen sollen. So, kann ich deinen Schädel gleich mitnehmen? Ja, kann ich. Und hier ist noch ein Dämonenherz, den nehme ich auch gleich mit, weil ich kenn's mehr ab, leider. Ich meine, ich nutze sie nicht allzu oft, aber es ist schön, sie zu haben, wenn ihr versteht. Und ich habe auch keine Armor mehr. Ja, kein Wunder, dass ich jetzt zu viel Schaden